Willkommen zurück zu Dragon Quest Builders. Heute geht's direkt los mit einem Kampf, den Amarella uns hier anbietet. Gegen wahrscheinlich sehr starke Monsterhorden. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Let's go. Ich hab leider schlechte Nachrichten für dich, Marvin. Anscheinend haben die Monster Wind von unseren neuen Waffen bekommen. Wir sind hierher unterwegs, um alles kurz und klein zu hauen, bevor wir ihren Boss erledigen können. Ah, diese schmutzigen Schweine. Wieso müssen sie ausgerechnet jetzt kommen? Wir waren so nah daran, sie wegzuputzen. Aber sie zögern nur das Unvermeidliche hinaus. Jetzt, wo wir die Hämmer der Heller haben, da sind sie chancenlos gegen uns. Was meinst du, Marvin? Bist du bereit, den Monstern zu zeigen, wer der Boss ist? Natürlich. Also gut, schlagen wir diesen letzten Haufen noch in die Flucht und danach knöpfen wir uns den Magmalefiz vor. Geht's danach wirklich schon gegen den? Bestimmt nicht, oder? Nein, definitiv nicht. Dann wäre das Kapitel ja viel zu kurz. So, von wo kommen die Monster überhaupt? Von hier? Jo. Jetzt können sie mal hier unsere krassen Sachen ausprobieren. Oder zerhauen euch komplett zu Brei. Weil ihr jetzt mit einem Hieb sterbt quasi durch unsere neuen Waffen. Bam, das ist so geil einfach. Und bam. Sehr schön. Wollen die anderen nicht mit rauskommen, so mithelfen eventuell? Das wäre eine ganz praktische Sache, da hätte ich echt nichts dagegen so. Aber da kommen sie ja schon alle. Boah, die voll weggestellt werden, sehr schön. So, essen wir ganz kurz ein bisschen was. So. Okay, die beiden sind down. Jetzt kommen alle zwei. Gegen wen denn wohl? Okay, nochmal ihr. Also bisher ziemlich easy der Kampf. Ich habe mehr erwartet. Definitiv. Oh Gott, pass auf. Ey, kannst du das Gras hier wegnehmen? Das darf nur ich abbauen. Voll gemein einfach. Ein Haufen Knochen. Das ist aber schön. Oh Gott, das ist einer unserer Siedlungen. Wie ist der denn reingekommen? Ja, okay, der kann fliegen. Kannst du sterben? Kannst du nicht mal Leute hauen, bitte? Verpiss dich hier. Du hast hier nichts zu suchen, Mistvieh. Vor allem habe ich keine Lust, wegen dir meine ganze Einrichtung hier zu hauen oder so. Depp. Ich steck's an der Wand fest. Oh nein! Nur wegen dir, du Arschloch. Ich hoffe, du verreckst an irgendwelchen schlimmen Krankheiten. Ach, du bist ja eh gerade gestorben. Stimmt, haha, tot. So. Nehmen wir den kurz wieder auf, obwohl gerade der Anführer noch da ist, aber was soll's. Oh Gott. Meine Güte. Wo ist denn der Anführer? Oh, Jakoboter. Du musst leider sterben, weil ich keinen Bock habe, dass du meine Leute hier penetrierst. Pass doch mal auf. Und stirb bitte einfach schnell. Dankeschön. So. Ich will ein neues Teleportal haben. Wir waren zwar in Geld und holen bisher noch kaum, aber trotzdem freue ich mich vor aufs nächste, weil ich nicht weiß, was dahinter sein wird. Ich habe absolut keinen Plan. So, gar nicht schlecht. Okay, wir haben inzwischen 6 Leute im Dorf. Da kommen bestimmt noch ein paar dazu. Also es ist 100% nicht vorbei. Da wird noch einiges auf uns zukommen. So. Ich muss übrigens noch mal was erzählen, dass ich ein kompletter dummer Idiot bin. Und zwar habe ich am letzten Part nach dem Ork, nach dem Troll gesucht, der dort hinten eigentlich sein müsste. Und habe dabei komplett vergessen, dass wir den ja eigentlich schon besiegt haben. Das haben wir im Part, lass mich lügen, 50, glaube ich, gemacht, wo ich die ganzen vergessenen Truhen und sowas geholt habe. Und deswegen habe ich das voll verpennt, dass wir eigentlich schon gegen Dinge gekämpft haben. Und, ja, das ist mir ein bisschen peinlich irgendwie, aber was soll's. Jedenfalls haben wir gegen den schon gekämpft und, ich habe mir komplett umsonst quasi Sorgen gemacht, dass der nicht mehr spawnt oder so. Aber was soll's. Jetzt gucken wir mal, was ihre Aufgabe ist. Den Kampf haben wir zwar halb überstanden, aber ist dir nicht auch was aufgefallen? Sie haben uns immer noch bloß die Schergen dieses Malefiz angegriffen.
Aber du hast diese eisigen Monster doch auch gesehen, oder? Mir ist hier in Kohl noch nie ein Frostfeuer über den Weg geflackert. Der kommt ja aus Geldemholm. Wenn ich mich nicht irre, heißt das wohl, dass der Magma de Fils eine Komplizen hat. Aha. Ich glaube, es gibt diese Magma de Fils auch als Eisviecher, oder? Halt in Recolor. Der hat sich doch glatt mit dem Gletschergeist verbündet, der über Geldemholm herrscht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen diesen Magma de Fils loswerden, bevor die zwei sich organisieren können. Dann los, Marvin, ab mit dir zum Lavasee und gönn diesen Magma de Fils einen flotten Abgang. Oh, und vergiss nicht, deine Kumpel mitzunehmen. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ah, ja, die Hand haben wir schon besiegt. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Magma de Fils vernichtet. Seine Hand. Und das haben wir nur dir zu verdanken, Marvin. Ohne die Hämmer der Hela, die du gespielt hast, hätten wir ihn nie besiegt. Aber eins verstehe ich nicht. Wieso ist es denn immer noch so düster hier? Ich dachte, der Himmel würde aufklaren, sobald wir den Anführer der Monster ausschalten. Außer wir haben ihn gar nicht richtig ausgeschaltet. Aber wenn das der Fall ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich habe in den wenigen Forschungsunterlagen, auf die ich mich bei meiner Arbeit stützen muss, nichts gefunden, das mächtiger wäre als dieser Hammer. Und der einzige Ort, an dem wir vielleicht noch ein paar Aufzeichnungen von Leo Galli finden, ist ein altes Labor. Menno, warum ausgerechnet dort? Oh, tut mir leid, Marvin. Meine Gedanken sind mal wieder abgeschweift. Ich danke dir für alles, was du für uns getan hast. Ich werde jetzt ein schönes langes Bad nehmen und mir überlegen, was als nächstes zu tun ist. Okay. Alles klar. Dann bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich kommt deswegen es vorher eine Aufgabe von irgendwem anders, bevor es mit ihr weitergeht. So. Ja, da hinten haben wir eine Quest. Von Stiepe? Ja. Du musst nicht in den heißen Brei rumreden, Marvin. Ich weiß, dass er mal alle 40 tot ist. Schließlich könnte so eine Riesenhand nie allein über Kohl herrschen, egal wie groß sie ist. Aber Rella hat das ja schon die ganze Zeit gewusst, tief in ihrem Herzen. Sie wollte halt unbedingt einen Streich unter ihren schmerzlichen Vergangenheit. Unter ihre schmerzliche Vergangenheit ziehen. Deswegen hat sie sich eingeredet, dass damit jetzt alles vorbei wäre. Das Problem ist nur, dass es wohl erst der Anfang. Der Krieg hat gegen die Monster. Was? Der Krieg gegen die Monster wird höchstens noch härter werden. Also wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, um deine Muskelmasse auf die nächste Stufe zu bringen. Also die Stadt oder was? Ach komm schon, lach doch mal. Ich wollte dich doch nur aufziehen, damit du dich ein bisschen entspannst. Naja, jedenfalls kannst du das Lager ausbauen, wie du lustig bist. Mach diesen Ort größer und besser und feil dabei gleichzeitig auch an deinen Fähigkeiten als Erbauer. Oh, ich habe da einen kleinen Bauplan für dich. Natürlich musst du das Teil nicht unbedingt bauen, wenn du nicht willst, aber ich wette, die Jungs würden sich freuen. Okay. Was denn genau? Eine Theke. Eine Bar oder sowas in der Art vielleicht. Stiepes Bauplan. Ja, sieht so aus irgendwie. Da muss ich mal ein bisschen Platz schaffen hier. Auch wenn es schade ist, weil die Bäume eigentlich ganz schön sind, aber was soll's. So. Sehr schön. Passt der hier hin? Ja. Das ist ja ganz cool neben dem Bad, sag ich mal. Okay, Erde. Erde müssten wir noch genug haben. Hoffe ich ja. Boah, fast zwei Stacks einfach. Dann lass das Bauen beginnen, würde ich sagen. So. Ja, ist ja gut, Spiel. Ich kapiere es schon, dass nicht genug Platz ist. So. Und zweite Etage. Oh, meine Güte. Nein, nicht dahin. Das ist so anstrengend einfach. Gut. Oh Gott. So. Und noch hier ein bisschen. Okay, was brauchen wir für eine Tür? Eine Zellentür, alles klar. Und eine Schwingtür. Wie mache ich denn eine Zellentür? Kann ich das überhaupt schon? Also hier geht das nicht, oder?
Nee. An dem definitiv nicht. Hier. Nö. Und hier. Also eine Schwingtür kann ich machen, aber eine Zellentür habe ich halt nicht. Keine Ahnung, wo oder wann ich die bekomme. Ich habe ja noch Eisen, oder? Ich schätze mal, ich muss die aus Eisen machen. Das ist seltsam. Hier, die haben wir übrigens von dem Troll bekommen. Nur mal so nebenbei. So, wo ist denn jetzt die Schwingtür da? Vielleicht finden wir die Zellentür irgendwo. Das ist irgendwie komisch. Habe ich eigentlich eine Angel gemacht in den Kapitel? Ich glaube nicht, oder? Ich mach's einfach mal. So, Bierfass, Holzschemel. Hier ist die Theke. Dann muss ich wahrscheinlich 4 Holzschemel machen, oder? Vor die Theke halt. Weil die waren ja neu, deswegen, denke ich, brauche ich 4 davon. Ich hab's gerade nicht im Kopf, aber ich mach's einfach mal. Wenn nicht, dann packe ich die Holzschemel halt irgendwo anders hin. So. Genau. Und eine Laterne brauche ich auch. Nein, nicht mit dir reden. Halt die Klappe. Halt die Klappe, Baruin. Oh, da. So. Laterne. Ich habe zwar diese Zellentür hier echt nicht übersehen, oder? Keine Ahnung, wie ich die machen soll. Ich will... Nein, ich will nicht, dass du... Oh. Die ist hier echt nicht dabei, oder? Ich habe mal kurz... Dafür noch ein paar mehr. So. Ich bin nicht blind, oder? Nee, die ist definitiv nicht dabei. Aber ein Bierfass brauche ich bestimmt auch dafür noch. Nee. Was weiß ich. Kannst du mir wieder gehen? Ja. Meine Güte. Belästige mich nicht bitte. Das wäre voll super von dir. Ich bin echt... Oh nein. Ich bin echt nett, ich weiß. So. Dann kommt die hier hin, die Holzschemel dahin. So, noch eine Laterne. So, eine Truhe brauche ich auch. Habe ich die nicht sogar schon noch? Noch? Ja, reden, noch. Nö. Doch. Habe ich doch richtig geguckt. Nee, Quatsch, die muss hier hin, oder? Ja. So, jetzt brauche ich ein Ziegelgrill und ein Bierfass. Und eine Schlachterplatte. Kann ich einen Ziegelgrill denn schon machen? Oh mein, ja, wo geht das? Ja, könnte ich. Ah, brauche ich noch Feuer für. Und da ein Lagerfeuer. So, Kochfeuer. Und ein Ziegelgrill. Sehr schön. Dann. Wie gesagt, so ein Bierfass. Ich mache auch einfach mal so
Einfach, dass ich jetzt Item habe, also ein Fenster und auch Stroh. Einfach, dass ich die Items, Items mal hatte, sag ich mal. Weil die brauchen wir auch irgendwie. Auch so ein breites Bett. Einfach, dass ich die Items habe, weil wir brauchen ja so und so viele Items für das Kapitel am Ende wieder. Deswegen stelle ich die mal daher einfach. So, da kommt der Ziegel. Nicht da. Hier kommt der Ziegelgrill hin. Perfekt. Diese Platte kann ich scheinbar auch noch gar nicht machen. Aber Kekse und Pfannkuchen. Ich mach die einfach mal. Oh, ich nehme Butter her. Draco-Butter. Alles klar. Wusste ich gar nicht mehr. Wie viel heilen die? Okay, 20%. Nett. So, kann man sich definitiv mal geben. Ups. Und jetzt fehlt nur noch die Tür und die Schlachtplatte. Ich mach mal ganz kurz die Wand zu, dass wir die Punkte bekommen. Wie mache ich an so einer Schlachtplatte? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man das irgendwie alles zusammen mixen. Nee, keine Ahnung. Was weiß ich. Wollen wir bestimmt irgendwo die Rezepte noch finden, schätze ich mal. Vielleicht bekommt man die echt irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr mir eigentlich hier was gebaut? Oh ja, habt ihr wirklich, cool. Standuhr. Ich nehme die mal mit, einfach, dass wir die irgendwo aufstellen können, dafür Punkte bekommen. Mal hier in die Ecke, würde ich sagen. So. Und dann haben wir das Stufe 4 erreicht. Sehr schön. Und jetzt bekommen wir hoffentlich neue Quests. Super Spitze! Stimme nicht versagen, bitte. Das Lager sieht besser aus als je zuvor. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, du hast auch ein bisschen zugelegt. Aber hör mal, Marvin, kann ich kurz ganz ernst mit dir reden? Ach, spar die Antwort, spitz einfach die Ohren. Wenn wir den Mag alle Feeds einfach nochmal erledigen wollen, werden wir Leo Galis ultimative Waffe bauen müssen. Aber dazu müssen wir auch eine Menge alter Geschichten ausgraben, die Barella am liebsten vergessen würde. Sie macht zweimal eine Fahrt, aber tief in ihrem Inneren ist sie ziemlich sensibelchen. Also, was auch immer passiert, ich möchte, dass du sie unterstützt. Wir Jungs haben leider kein bisschen Taktgefühl, deshalb musst du für uns auf sie aufpassen. Du bist der Einzige, auf den ich mich verlassen kann. Versprich mir, dass du dich um sie kümmern wirst. Abgemacht. Wenn ja, dann lass uns das mit einem Händedruck besiegen. Oder besser noch mit einer Partie Arm drücken. Oh, danke schön für diese Sardinenspieße hier. Okay, nächste Quest. Noch ein Kampf. Meinetwegen. Marvin, worüber hast du mit Stiefel davon geredet? Er hat doch hoffentlich nicht über die Sache geplaudert, über die er nicht plaudern sollte, oder? Hat er irgendwas über mich gesagt? Nein. Naja, egal. Es gibt wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Die Monster geben anscheinend nicht so leicht auf. Die haben noch einen Trump losgeschickt. Trump losgeschickt. Und der steht schon fast vor den Toren. Wir müssen sie dorthin zurückschicken, wo sie hergekommen sind. Wie ist es, Marvin? Bereit für einen Kampf? Natürlich. Wir haben ihm alle viel zwar die Hand abgehakt, aber der Rest von diesem Typen ist immer noch gesund und munter. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, wir werden eine Waffe bauen müssen, die mächtig genug ist, um den Mistkerl einfach einmal zu erledigen. Das heißt, wir müssen wohl oder übel dorthin zurück. Aber darüber können wir uns unterhalten, sobald wir diese miesen Monster platt gemacht haben. Komm schon, Marvin, starten wir sie uns. Okay, weiterer Kampf. Vielleicht bringt der uns ja danach... wo auch immer hin, zum Grünteil der Portal halt. Drei Phasen sogar diesmal, das ist krass. Bumm. Oder auch nicht, ich bin zu blöd zum Treffen. Haha, voll zurückgeschleudert. Mistviecher. So, sehr schön.
Gebt mir eure Kugeln. So, und wir verhauen euch alle. Ich finde übrigens cool, dass Cecilia, oder was sie hieß, auch mitkämpft. Sehr schön. So, Phase 1 ist geschafft. Jetzt kommt Phase 2. Sind die dumm. Oh boy. Pass auf, passt auf und lasst euch nicht von den Jagdtubern treffen. Und ich. Nein! Oh Gott, Hilfe! Nein, nicht! Und ich wurde währenddessen getroffen, als ich das gesagt habe. Oh Gott, er kann Laserstrahlen abfeuern. Das können die ja, das weiß ich, aber. Ich wusste nicht, dass das in dem Spiel können. Auch Bogen, ja. Ist auch sehr gefährlich von denen. Kämpft man aus dem Hauptreihen Dragon Quest spielen. So, kannst du bitte dein Schwert aufladen? Aua. Leute, passt mal ein bisschen besser auf, bitte. Ich wollte zwar nur so ein Milchblütending ins Nehmen, aber was soll's. Bam, bam, bam. Gleich mal kaputt. Aua. Okay, das ist schön. Jetzt kommt Phase 3. Oh, die Hand von dem Typen. Das ist spannend. Und Frostfeuer. Die mache ich wohl. Okay, das können die auch machen. Sehr schön. Boah, voll der Eisklumpen, der auch nicht gefeuert wird. Aber ja, sage ich doch, dass immer alle Feeds auch als Eisvieh existiert. Aua. Voll gemein einfach. Kann sie bitte aufhören, in ihn reinzurennen? Das wäre voll klug. Es sind alle tot, super. Ich könnte die jetzt zurücktragen ins Bett, aber wenn ich jetzt zu faul für. Vor allem macht das keinen Sinn, das mit einem Kampf zu machen. Man, macht das eigentlich Schaden? Nee, oder? Nee. Hat ja auch bei der Hand keinen Schaden gemacht, bei der roten Hand. Oh, ey, man steht manchmal so 3 mm zu weit weg vom Gegner und dann trifft man halt nicht. Das ist so nervig. Aber okay, macht wenigstens kaum Schaden. Ich stirb doch endlich, bitte. Jetzt konnte ich gerade nicht ausweichen, weil ich mich kratzen musste. Also, man hat einfach keine Zeit zum zum Ausweichen, weil er halt. Okay, danke schön. Weil er halt den Angriff quasi vorbereitet und dann sofort zuschlägt. Und vor allem, wenn man dann aus Versehen reinläuft in ihn, weil die Hitbox von dem einfach scheiße gesetzt ist, dann kann man auch nicht mehr ausweichen. Einfach ein beschissener Kampf, ohne Scheiß. Einfach mega schlecht gemacht, wie ich finde. Jetzt fordert ihr, weil er eklig angreifen wird. Oder wirft er so ein Eisball, jetzt stirbt endlich so ein Mistvieh. Meine Güte. Unfassbar. So ein Schwachsinn. Vor allem ist die KI einfach auch so dumm, dass die ständig in den Gegner reinrennt quasi. Die ist in Dragon Quest Builders 2 viel intelligenter. Ja, da weichen die sogar, wenn der Gegner eine Attacke quasi vorbereitet, weichen die ja quasi aus der Attacke. Wie sie auf den Boden fällt. Das ist viel intelligenter in Dragon Quest Builders 2 einfach. Das Spiel hat allgemein einige Verbesserungen. Und ja, ich konnte es nicht lassen, habe das Spielchen ausprobiert so ein bisschen. Also das hat wirklich im Vergleich zum ersten Teil so viele klitzekleine Verbesserungen, die aber das Spielgefühl einfach so viel besser machen. Und dann gibt es halt noch die riesigen Verbesserungen und Veränderungen vor allem. Aber es gibt mega viele kleine Sachen, die angepasst wurden. So. Ja, kann ich. Okay. Okay. Bibliothek. Das ist eine Idee auf jeden Fall. So, ja, ich kümmere mich um sie, keine Sorge. Nee, erstmal nicht. Was sagst du jetzt?
Ja, das, die haben wir gesehen. Wir haben schon zwei Trolle besiegt. Jetzt fehlt noch ein... jetzt fehlen noch zwei Giganten, das weiß ich. Es gibt noch einen Giganten in Galemholm. Den haben wir schon mal gesehen. Und noch einen hinterm grünen Teleportal, das weiß ich. So. Ah, guck mal! Das ist krass. Wir... Okay. Wir hatten ja schon mal, diesen einen Typen, der gesagt hat, dass Barbarella angeblich wen getötet hat, der quasi vor im Gefängnis davor stand. Und jetzt kommt raus, dass es wirklich der Fall ist. Scheinbar. Das ist krass. So, okay, ich habe jetzt die alle mitgenommen, weil ich ganz gern den Giganten besiegen würde. Oh nein! Nein, ich will das Teleportal. So. Wir haben die Trolle beide, die Trollbosse ja beide schon besiegt. Jetzt ist noch der Gigantram. Aber wo war er nochmal? Er war in einer bestimmten Richtung, das weiß ich. Aber wo? Ba, 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 ba. Es kann halt spannend werden, den Giganten zu besiegen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen wollen. Aber ich schätze mal, der ist noch um einige stärker als der Trollboss. Deswegen ist es eigentlich nicht mal so eine kluge Idee, das jetzt schon machen zu wollen, aber... Ich habe da jetzt Bock drauf. Ja, genau, hier war er, genau. Die Höhle da hinten ist wahrscheinlich die, die Cecilia gemeint hat. Da würde ich ganz gerne auch mal hin. Aber erst später. So, versuchen wir... Aua. Den mal zu verkloppen. Ey, machst du zum einen viel Schaden. Zum anderen... Und nicht so ein scheiß Akrobotter, geh weg. Und zum anderen mache ich mega wenig Schaden. Ja, der verhaut sie, oder zerhaut hier einfach die ganze Umgebung. Ey, das, oh, wie unfair ist der Kampf, Alter! Ey, wie soll man gegen den wieder ankommen? Sechs Schaden, wow. Ich könnte so eine Kanone eventuell mitnehmen und auf den quasi feuern damit. Ja, aber ist ja mal viel zu krass, wie stark der ist. Man trifft halt auch nicht! Ich habe vorhin über die Hitboxen der Gegner geredet. Die ist einfach komplett beschissen. Komplett beschissen ist die. Ja, ich komme nicht mehr aus, weil ich gegen ihn gelaufen bin. Wie wär's, wenn ihr alle das Vieh angreift? Okay, wir haben schon mal mehr als die Hälfte weg. Könnten das sogar wirklich schaffen. Oh, wenn ich nicht so dumm wäre die ganze Zeit. So. Jetzt kommt ja so ein scheiß Aquapotter an. Weg. Hier liegt so viel von dem Schnee einfach rum. Jetzt bring dir mal um, dass er nicht nervt. So, hier. 28, das war gut. Nochmal. Nein! Man läuft halt einfach aus Versehen. Ja, aus Versehen davor. Es tut mir leid, dass ich auch gerade wieder so ausraste, aber es ist halt einfach so. Aber ich denke mal, für den Kampf wäre es echt klug, wenn man so eine Kanone eventuell mitnehmen würde. Wo man auf den quasi aus der Entfernung schießen kann. Dann merke ich ja für den nächsten Giganten. Ja, jetzt bin ich gleich tot. Super. Aber er ist auch gleich kaputt.
Yes! Nein! Nein! Lächerlich! Lächerlich! Wie hat der mich getroffen? Ich bin gerade so wütend. Ich wäre am liebsten das Spiel ausmachen und nie wieder spielen. Ey. Wie hat der mich getroffen? Was ist passiert? Ich war die ganze Zeit am Überlegen, ob ich eventuell nochmal zurücklaufen sollte zu irgendeiner Stelle und da, hier diesen Baumstumpf und mir da was craften soll an Heil-Items. Da. Aber ich hab's gelassen. Hätte ich's mal gemacht. Mann. Aber ich wusste halt nicht, ob der dann die HP zurückbekommt. Jetzt hat er die 100 Pro zurück. Das ist das Ding. Ey, der Tod war so unnötig einfach. Das ist unfassbar. Er war fast tot und... Das ist einfach lächerlich. Einfach lächerlich, ohne Scheiß. Einfach nur ein lächerlicher Tod. Ja, jetzt ist er komplett geheilt. Ist auch logisch irgendwo. Ich meine halt nur so. So kann ich gegen niemals gehen. Vor allem, weil ich keine Heil-Attacken habe. Ich Idiot. Das heilt nichts, oder? Ja, das macht mir den Hunger weg. Ja, so kann ich ihn nicht besiegen, wenn ich ohne Heilung da bin. Das kann ich vergessen. Ja, das kann ich so vergessen. Aber jetzt mal ohne Scheiße, das ist einfach nur komplett lächerlich. Was passiert das in diesem Kampf hier? Einfach nur komplett lächerlich. Das Ende des Kampfes halt, weil... Wieso zum Teufel habe ich ihn hier verloren? Ich habe es nicht verstanden, warum ich verloren habe. Nein, eigentlich. Nee, da ist er wieder. Vor allem ist es halt beschissen, weil bloß noch so ein kleiner Fitz in seiner Leiste gefehlt hat quasi. Ja. Der macht halt immer zwei Treffer. Ich war gerade so kurz davor, das Spiel zu pausieren und einfach zu schließen. Aber dann wäre halt der ganze Vorschlag aus dem Part weg. Das wäre beschissen gewesen. Halt die Schnauze, Rubes. Ja, das war jetzt dumm, dahin zu gehen ohne Heil-Items. Ich weiß, das war komplett dumm. Ich will mir jetzt auch bloß meine Items wiederholen und gehe dann wieder. Ja, aber ohne Scheiß, einfach so lächerlich. So lächerlich. Weil, Mann, ey. Aber jetzt weiß ich wenigstens, warum ich gestorben bin, weil er halt immer zweimal trifft, warum auch immer. Toll. Ich wette, ich hätte nur noch einen Hieb machen müssen. Ich wette es. Das regt mich gerade so auf einfach. Aber okay, man kann halt nicht immer nur gewinnen. Das kotzt einfach nur an. Ganze Schneeblöcke lasse ich jetzt auch hier liegen, würde ich sagen. Und dann versuchen wir den irgendwann später nochmal. Ah, das ist einfach dumm. Aber okay. Bis zum nächsten Part. Tschüss.